Guten Abend. Ist die seltene Karte noch zu haben? Ja, die Karte ist noch da. Hast du Interesse? Das ist aber mal wirklich ein seltenes Stück. Ich bin Kai-Uwe und das ist eine neue Ausgabe vom Shop-Fails Best-of. Ja, hätte ich. Aber das ist ein wirklich sehr seltenes Stück. Wo hast du die Karte denn her? Mein großer Bruder hat mir die Karte vermacht, als er in die USA ausgewandert ist, damit ich immer etwas habe, was mich an ihn erinnert. Oh, okay. Und warum verkaufst du so ein besonderes Geschenk dann? Ich mache aktuell eine harte Zeit durch und brauche das Geld dringend. Ich bin mir sicher, er hätte dafür Verständnis. Das ist ja wirklich eine sehr traurige und rührende Geschichte. Aber die kannst du deinem Zahnarzt erzählen. Das ist meine Karte und du hast sie mir geklaut. Ich habe eben die Anzeige gesehen und deinen Namen und habe Max geschrieben. Und siehe da, du bist der Kumpel seiner Freundin, der mit auf meine Hausparty gekommen ist und den ganzen Abend von meiner Sammlung geschwärmt hat. Und rein zufällig muss ich am darauffolgenden Tag bemerken, dass das seltenste Stück meiner Sammlung verschwunden ist. Zufälle gibt's. Alter, das ist kein Spaß. Nicht nur, dass du mir die Karte klaust, du verkaufst sie auch noch auf Kleinanzeigen und packst sie in so ein ekelhaftes Lügenkonstrukt. Ich bin echt sprachlos. Ich bin ehrlich. Hättest du Beweise, dass es sich dabei wirklich um deine Karte handelt, würden wir wahrscheinlich gerade nicht schreiben. Du hättest dir dann nämlich über Max meine Adresse geholt und ich würde jetzt nicht mit dir, sondern der Polizei quatschen. Also melde dich gerne wieder, wenn du etwas Handfestes hast. Das ist aber ein dickes Stück. Ob er seine Karte wohl wieder bekommen hat? Weiter geht es mit einer Mutter, die noch ein bisschen WhatsApp-Nachhilfe braucht. Hallo, mein Schatz. Dein Großvater ist vor 2 Stunden von uns gegangen. Lol. Okay. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Doch natürlich. Ich bin gerade wirklich getroffen und sehr traurig, weil ich es so lange nicht mehr geschafft habe, ihn zu besuchen. Aber ich bin, um ehrlich zu sein, gerade eher schockiert, dass du diese Tatsache zum Lachen findest. Spinnst du? Wie kommst du denn bitte darauf, dass ich es lustig finden würde, dass mein Vater gestorben ist? Naja, du hast in der Nachricht LOL Tränenlach-Emoji geschrieben. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Natürlich, ich bin doch nicht von vorgestern. LOL ist Englisch und bedeutet Lots of Love und dazu habe ich weinende Smileys gepackt. Nein, Mama, LOL bedeutet Laughing Out Loud, also kurz übersetzt lautes Lachen. Und die Smileys, die du dazu gepackt hast, sind keine weinenden, sondern lachende Smileys. Was, wirklich? Oh nein, ich habe das fast allen Verwandten dazu geschrieben, als ich ihnen Bescheid gegeben habe. Und ich habe mich schon gewundert, warum einige so extrem verstört auf meine Nachricht reagiert haben. Du meinst so wie ich? Schreib ihnen einfach kurz und stell das Ganze richtig. Ich denke, dafür hat jeder Verständnis. Oh wei, hoffen wir mal, dass es sich klären ließ. Der Käufer im letzten Clip braucht auch Nachhilfe. Allerdings in Geografie. Alter, hast du mich verarscht? Wo zum Teufel bist du? Hast du mich an eine falsche Adresse geschickt? Hä, was meinst du? Es ist 14 Uhr und ich bin zu Hause. Aber von dir ist keine Spur. Ich stehe vor der Adresse, die du mir geschickt hast und dein Name taucht auf den Namensschildern nicht auf. Ich stehe jetzt unten vor der Haustür und hier ist weit und breit niemand. Du bist doch in Frankfurt, oder? Natürlich bin ich in Frankfurt. Wo sollte ich denn sonst sein? Ich wollte wissen, ob du im richtigen Frankfurt bist. Hä? Was redest du denn da? Es gibt nur ein Frankfurt und da bin ich gerade. Du verarschst mich doch gerade. Alter, es gibt in Deutschland 2 Städte mit dem Namen Frankfurt. Frankfurt am Main und Frankfurt an der Oder. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Ich fahre 45 Minuten in die Stadt, um eine Playstation abzuholen, nur damit du deinen blöden Witz machen kannst. 2 Frankfurts, wie unglaublich lustig. Haha. Ich nehme an, das nächste Mal schickst du mich nach Bielefeld. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das hier ernst meinst oder ob du mich nur hops nehmen willst. Aber wie dem auch sei, du bist offensichtlich nicht in Frankfurt, oder? Du willst den dummen Witz jetzt um jeden Preis durchziehen, oder? Ich drücke dir jetzt erstmal eine schlechte Bewertung und danach blockiere ich dein Profil. Danke für gar nichts, du Witzbold. Da fällt auch mir nichts mehr zu ein. Lasst einen Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Euer Kai-Uwe.